Mal schauen. Doch, die Harpien erst noch wegignorieren, also. Ich kann die Harpien sogar noch wegignorieren. Hat sie Zauberplätze? Ja. Wer hat sie denn Zauberplatz? Achso, wahrscheinlich. Mit Tieren reden, denke ich mal. Habe ich hier schon? Ja. Gut, dann ignorieren wir jetzt erstmal die Harpien weg. Mit dem kleinen Jungen geht ja eh nicht. Ist ja auch einfach wegignoriert. Weil sie ja nur rumnölt, dass sie wissen will, wo er ist. Und er grummelt darum und die so, ja, sag mir, wenn du ihn siehst. Ich kann dir aber nicht sagen, dass er hinter dir steht. I need to find Donnie. Ja, er steht da. Macht, was ihr wollt. Ich kann die Quest da nicht abschließen, ist ein bisschen ätzend. Aber ich kann wahrscheinlich auch. Runterstellen möchte ich mich nicht. Also wenn das da Brumm macht, will ich da nicht drin stehen. Ich kann aber von ihr schon mal den gibt's noch zwei, alles klar. Beistand nehmen. Na, ist okay. Es zu Schierung aufgeben. Okay. Sie muss ins Horn blasen. Weil sie halt eigentlich sowas von nach unten gehört. Nichts anderes. Ich will sie halt zum Start auch nicht unten haben. Dann muss sie halt als Bogenschützer ran. Bogenschießerino. Und ja, auch. Der kann hier halt nicht viel. Sie kann halt auch nicht allzu viel, aber sie kann sich jetzt zumindest schon mal hinstellen und Dinge tun. So. Na, schießen kann es nicht. Mal zwei. Ich mag nicht. Mal eben schon. Antwortmöglichkeiten. Und hier hoch. Ach, da. Und jetzt muss ich mal erstmal die Idioten finden mit ihren. Da ist einer mit diesen Fässern. Das ist eine Bonusaktion, ne? Ja. So, und dann. So. Ach komm. Kann doch nicht sein. Was sie wohl dann mach.
Was, wenn du mit dem... Ach, Mann, guck mal an. Da müssen ja noch mehr sein mit diesen Fässern. Nachteil. Geil, da ist noch einer mit so einem Fass. Da hinten ist noch einer mit so einem Fass. Ich muss, waren doch wohl vier, oder nicht? Gut. Ja, wunderbar. Mir ist Leges. Eingeschmissen? Ja, du und dein Seelenmal. Ich mal dir auch gleich mal eine Seele. Wer denn her? Genau. Oh. Einmal bitte einen Tier-Attack gekriegt? Das ist ja frech. Menschenskinners. Er springt jetzt hoch. Weil der Typ ja hier abgehauen ist wie so ein... Weiß ich nicht. Hohe Verteidigung, ey, ich komme nicht klar. Das kann doch nicht sein. Ich habe sie fast alle erwischt. Sehr gut. So, vielleicht kriege ich ihn auch noch. Schön. Damit sind nämlich die Feuerfässer weg. Ah, Karlach. 13 für den Treffer, er gibt 15. Alles gut. Karlach hat Death. Ah, erster Tod. Bin er wieder runtergesprungen. Schade. Oh, zweiter Tod. Die liegt auch schon. Ah ne, die ist noch hingefallen. Alles klar. Meine Wenigkeit. Ich könnte auf die Spinne gehen. An die komme ich wahrscheinlich nicht ran. Doch. So. Bräuchte ich halt eigentlich den Wächter von der Dingens, aber. Ja, es ist okay. Bleibt der normalen Reichweite. Aber er nicht. Oh, es kann doch nicht sein. Na gut, Pech gehabt. Leges. Was ist denn hier Leges? Ja, das ist okay, die überlebt das. Hier, da sind noch mehr Gnomen drin.
13 Treffer, Ogerschläger, aua. Ja, da reagieren wir lieber. Oh, da sind noch mehr drin. Ich flipp aus. Wo nimmt er denn die Fässer her? Okay. Wunderbar. Tut halt hart weh. Ja, besser ist. Oh, sie geht denen jetzt hinterher am besten. Mein Zug. So, und habe ich irgendwas, was so richtig... Feuerfall, flammende Sphäre. Leicht. Noch ein Kälte. Säurepfeil. Aber die sind immun gegen Säure. Schmieren. Nicht schmieren, das brennt. Aber okay. Kann er da runterschießen? Ja, mit Nachteil. Warum auch immer? Wofür Nachteil? Für bedroht. Alles klar. Aber ich habe halt zweimal Vorteil eigentlich. Einmal Vorteil und einmal Nachteil ist doch eigentlich... So, wunderbar. Er startet mit Schaden. Hat gut Schaden am Tor gemacht. Er auch. Ah, robust. Alles klar. Aua. Grumpf? Grumpf? Sagt er. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ach, das weicht einfach dreimal hintereinander aus. Viermal. Oh, Karlach. So, leider nicht mehr, aber... Oh, Ma! Nebelschritt. Mhm. Gurken. Was hat er vor? Werfen auf Gale. Dann tu's doch. Seelenmal. Was ist denn Seelenmal? Ich noch gar nicht. Suchen. Seelenmal. Kreatur auf Bewegungsrate erhöht, okay. Beim Angriff Feuerschaden. Oh toll, ich liege. Ein bisschen blöd. Und Schattenherz. Nee, ich muss voll schon Gale machen. Gale-Schlag, ich werde irre. Sie muss hier erstmal heilen. Genau, schön auf den kleinen Gnom hier. Aktion oder eine Bonusaktion? Das ist sehr gut. Nee, reicht. Kann ich nämlich noch das zum Beispiel machen? Uns gegen brennen. Na, tat's weh? Hm?
mein Tor ist offen. Jetzt muss sie auf jeden Fall dahin. Ist mir? Keine Aktion, nur noch eine Bonusaktion. Ist ein bisschen schlecht. Hab ich den Trank? Trank der mächtigen Heilung ist natürlich... Es ist halt Hausmann drauf. Ja, wunderbar. Gute Entscheidung. Und zwei von den Viechern. So. Dafür habe ich aber genug Bewegungsgeschwindigkeit. Sind die Bonusaktion gehen in Rage. Was ist das hier? Lebensanzeige? Nein, war gar nicht sein. Ich weiß nicht. So. Du hast die Wahl, mich angreifen oder wegrennen. Schmieren, hier oben. Hui Deivel. Jetzt kommen sie natürlich alle rein. Problem ist, ich muss halt erstmal meinen Schurken heilen. Oder so. Die kommt halt auch rein. Aber sie wird ja nach oben kommen. Rüstung. Nicht schubsen! Was macht sie jetzt? Warum schubst sie ihn dann nicht einfach runter? So, das ist jetzt alles schon mal ein bisschen. Ein bisschen heilen. Und dann rennen dahinter lieber nicht. Feuerpfeil auf ihn. Kritischer Fehlschlag. Wunderbar. So, wie viel Leben hat er denn noch so? Alles klar. Keine Rüstung mehr hier. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich Gelds Zauber aktualisiere. Dass er vielleicht auch mal eine Bonusaktion hat. Mann, ich muss erstmal wegkommen. Ich hoffe, ich komme hier weg. Oh. Runter. Und dann liegt hier wahrscheinlich nichts. Muss beweglich sein. Kann ich dich werfen? Okay. Schade. Aber sie können es halt zumindest bedenkenlos nach unten. Hallo, hallo, hallo. Wo willst du hin? Die kommt jetzt hoch und jetzt wird es problematisch. Das Problem ist, meine Aktion ist einfach gleich mit Aufstehen schon wieder aufgebraucht. Direkt wieder die Bonusaktion benutzen, um zu heilen.
Phil kann mir auch aufhelfen. Dann habe ich gleich eine anständige Aktion. So. Wunderbar. Oder minder. Mehr minder als mehr. Nachteil. Ja. Aber hier unten ist ja noch ein Heinzi. Ungültiges Tier. Da oben hätte ich noch die Spinne drauf. Ist der da unten? Nein. Sah nur so aus. Verbrannt. Oh, ein Crit, ey. Wie kann man denn so viel Pech haben? Das kann ja nicht sein. Ach, jetzt mischst du dich ein ganz plötzlich. Die ganze Zeit nicht, jetzt schon. Ach, ich bin immer noch an diesem Fettdings, ne? So. Hätte ich einfach direkt schon machen sollen. Jetzt ist sie dran. Schön. Vorteil. Und nochmal. Schön. Weiter. Oh, der Übelkeit. Free Devil. Oh, lieber Oger. Hallo? Oh. Warum hat er keine... Warum? Kriegt der denn keine Opportunity Attack? Der ist doch gespurtet und nicht ausgewichen. Das verstanden. Das war jetzt irgendwie... Das hat sich... Meinem... Das hat sich mir nicht... Weiß ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Das wird irgendwie wehtun. Aber ich habe ja sowas Cooles. Was ist denn das? Nachteil? Warum? Ziel zu nah. Hm. Da. Hab ich mich fast selber umgebracht? Wunderbar. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass es brennt. Wunderbar, den habe ich getroffen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich aber auch noch mal ein Stück Abstand zu nehmen. Ja, ja. Er spurtet erstmal hinterher. Seine 8 Beinchens. Vorverteidigung, ja klar. Ah, habe ich meinen Hund mit in die Luft gejagt? Scheiben Honig. Mein Leben sieht halt rotte aus, ne? Ich verstehe jetzt nicht so genau. Ich will trotzdem treffen. Auf jeden Fall. So. Da kann ich nichts mehr machen, da kann ich nichts mehr machen. Alles klar. Ja, zumindest sieht es actually besser aus als vorhin. Einfach umgehauen. Ich flipp aus. Weil sie dreimal hauen kann. Das ist halt auch ein bisschen übel. Warum haut sie eigentlich dauerhaft bei irgendwelchen Fernkampfangriffen drauf? Was ist denn mit ihr? Boah. Das war schon richtig. Oh, jetzt habe ich sie da. Wo ist die blöde Kuh? Da.
50%ige Wahrscheinlichkeit. Wow. Watching Ray. So nämlich. He's down. Ist gut. Kann halt nicht mehr heilen. Er kann aber noch das hier und die Spinne schubsen. Ich will aber nur die Spinne schubsen. Wow. Hat sich nicht schubsen lassen. Schade. Ah. Kleinviecher, komm. Der dicke Oger ist auch gleich down. Ja, sie auch. Also. Death can't have me. Das ist richtig. Oh, wei. Genau, schnipsel mal weg da. Du machst hier irgendwie nichts Sinnvolles, aber du kannst ja wenigstens mal so tun. So, da ist mein Stufenaufstieg. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Schade. Kann ich den werfen? Der liegt doch direkt neben mir. Er liegt doch in dem Kreis. Mann, 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 Mann. Da steht mit ihrem Bogen. Statt irgendwie einen Nahkampfangriff zu machen. Das verstehe ich nicht so genau. Das verstehe ich nicht so genau. Was macht die Magie von der Spinne? Uff, ey. Old Life Sphere. Ein Säurepfeil. Why not? Zwei Moon gegen Säure, aber ich kann dich ja trotzdem mal anhauen hier. Wunderbar. Keine Zauberketzer mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Steh mal auf. Ja, wenn du nur da durchlaufen kannst, oder was? Schweimern willst du mich? Ja. Fällt sie jetzt auf den letzten Meter noch um. Sie steht doch neben mir. Ist sie nicht? Ah, Zero geht jetzt auf den letzten Meter noch down, ne? Weil er sich benimmt wie so ein Vollidiot. Will ich nicht rankommen. Oh. Kommt die Barbarin hier. Ich will trotzdem drauf. Das war nix. Ich will trotzdem draufhauen. Ei, was ist er denn jetzt so? Ich könnte sie wieder nach vorne gehen. Sie kann halt auch nicht mehr heilen oder so. Sie hat halt nicht... Ich glaube, sie hat nichts mehr zum Heilen. Und nochmal gucken. Temporäre Hitpunkte. Vielleicht hat sie eine Rolle, mit der sie heilen kann. Ich glaube aber nicht. Nein, nein, nein. Kann sie nicht. Schade. Schade. Steht da irgendwie drauf, was ich dabei... Nee, wenn ein Gegner auf ihn tritt. Alles klar. Geht auch nicht. Hab mich selber nicht mehr geheilt. Leider. Da kann ich halt auch nicht mehr viel machen. Genau, kriegst du mal Schaden. Was rennst du jetzt weg? Aber Gott, wer? Du stirbst jetzt auf die letzten Meter. Hör auf mit der Kacke.
Ich sag's dir, hör auf damit. Geh da weg. Rast gleich aus. Kritischer Fehlschlag, jawohl, ey. Problem ist, ich muss ihn halt jetzt irgendwie down kriegen, den letzten da draußen. Er hat den aber nicht down kriegen, oder die letzte? Die andere, ja. Und nichts zum Werfen, ne? Weil wenn die jetzt anfangen auf die Dings zu hauen, wird das halt echt problematisch. Ich nicht rankommen, ne? Nee, komm ich nicht ran. Ein Millimeterchen nicht. Lieber sie als die andere, als der Dingens. Obermufti. Das ist ein bisschen schlecht alles. Da ist auch noch einer. Oh, ist nicht sein Ernst, ey. Ich kack ab. Ist doch nicht sein Ernst jetzt. Mann! Oh. Kann ich diese blöde Wiederbelebungsschriftrolle auf ihn anwenden? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, das kotzt mich jetzt an. So, weißt du, auf dem letzten Meter noch. Muss er ja noch. Auf dem letzten Meter muss er noch. Weil er da mitten in der Säure stehen bleibt. Also wie kann man denn so blöde sein? Flip gleich aus. Nachteil außerhalb der normalen Reichweite, wa? Ja, das war klar. Ihm ist halt egal. Weil er kann halt nichts machen. Ja, das ärgert mich jetzt alles ein bisschen. Ich schaue gerade, wer sich halt jetzt um. Weil er 700 Aktionen kann oder was. Du musst ja auch nicht mehr lange durchhalten. Wir haben es ja fast. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig. Was bringt der denn da jetzt weg? Sag mal, ich raste gleich aus. In that corpse, brimming with potent magic. Ich hätte halt wirklich gerne den Obermufti am Leben erhalten. Was haben wir hier? Unglaubliches Ausweichen. Oh ja! Evasion! 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 Mein Herz für Evasion. Annehmen. Merkmale. Was gibt's hier? Extra Angriff. Nach einem Angriff mit oder ohne Waffen kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff ausführen. Ja, endlich. Übungsrate ist um 3 Meter erhöht. Ja, ist das okay? Ich weiß nicht, was sie für Rüstung trägt. Neuen Zauberslot der Stufe 3. Ui. Was haben wir denn da? Strahl der Übelkeit. Schutz vor Gut und Böse. Magisches Geschoss. Ist das eigentlich alles Aktion? Bonusaktion. Rascher Rückzug. Super. Aktion. False Life. Featherfall. Bonusaktion. Aktion. 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 Bonusaktion. Nebelschritt.
Ich hätte halt gerne irgendwie auch eine Bonusaktion für ihn. Er ist halt ein bisschen useless. So mit nur Aktion. Arcana Energiewaffe wird magisch und hält einen Bonus von plus 1 auf Angriffswürfe. Bla 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 bla. Aktion, 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 Aktion. Ich muss halt sonst nochmal in den Stufe 2 und 1 Zaubern gucken. Fireball! Da besteht auch keine Frage. Sobald Fireball im Raum steht, ist halt Fireball, ne? Hypnotic Mara. Piergriff. Stinkende Wolke. Langsam. Gedanken wahrnehmen. Windstoß. Unsichtbarkeit. Sie sind im Nachteil. Ihre eigenen Angriffe sind im Vorteil. Konzentration. Klopfen. Useless. Säurepfeil, brennende Hände. Ist das eigentlich... Hier ist singender Strahl. Jawohl, den nehmen wir auch noch. Der ist nämlich super. Jetzt möchte ich mal gucken. Vorbereitete Zauber. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Hä? Kantezauber, vorbereitete Zauber. Achso, alles klar. Zauber vorbereiten. Sleep nutze ich halt nie. Aber es ist auch alles Rotz. Das sind alles Aktionen, ne? Das ist unglaublich. Was ist das? Schild. Oh, nie benutzt. Wo kommt das denn her? Das ist eine Reaktion. Das hat er, scheint er jetzt erst gelernt zu haben. Alles klar. Tja, schade. Er hat keine Bonusaktionszauber. Was ist mit den anderen? Ach, Schattenherz. Mit einer Wiederbelebungsschrift rollen. Einen Stufenaufstieg mitgemacht. Im Hintergrund läuft das einfach weiter. Zauberplatz Stufe 3. Untote zerstören. Wenn du eine untote Kreatur erfolgreich vertreibst, erleidet sie außerdem 4 bis 24 gleißender Schaden. Was denn vertreibst? In Ruhe nochmal angucken. Domänenzauberliste. Tote beleben. Oh. Unbedingt. Das will ich nicht. Ich will das. Kann ich mir das nicht aussuchen? Warum kann ich mir das nicht aussuchen? Sehe ich jetzt nicht? Warum? Habe ich denn den Zauber jetzt nicht? Was ist das? Ein Zauberstufe 3. Leuchtfeuer der Hoffnung. Schutz für Energie. Fluch brechen. Oder beleben, da. Vielleicht kriege ich das ja. Was ist das? Gebet der Heilung. Aktion. Nutze ich halt auch nie. Segen benutze ich auch nie. Müsste ich mal machen. Nutze halt immer Beistand. Aber nicht Segen. Liegt daran, dass beides Konzentration ist, wenn ich das Shield halt immer habe, ne? Da kann der Segen ja eigentlich raus. Konzentration. Alles, was Konzentration ist, kann halt eigentlich erstmal schon mal weg. Wiederbeleben. Ah, das nehmen wir. Zusätzlich Zauberstufe 3, alles klar.
Schwache Genesung nehme ich auch nie. Schutz vor Gift. Schützendes Band. Achso, das war. Naja, nee, das war Schmutz. Resistenz gegen Blitz, Eis, Feuer und Kälte. Ja, nee, ist klar. Massenheilendes Wort. Das ist natürlich auch richtig smart, ne? Im Gegensatz zu heilendes Wort und Wunden heilen. Und das glaube ich. Naja, deswegen habe ich es eine Bonusaktion. Was anderes eine Aktion. Das nutze ich eigentlich nie. Alle Stufe 3 Zauber, ne? Heiligtum. Schutz vor Gut und Böse. Wunden verursachen, Wasser erschöpfen. Erschaffen. Wunden erschaffen kann ich. Wunden heilen kann ich eigentlich drin lassen noch. Die ist halt. Rio ist ja halt Kleri, ne? Blindness. Silence. Waffe. Tageslicht. Damit er leuchtet wie die Sonne oder beschwöre eine Sphäre aus Sonnenlicht. Ah ja. Schutzgeister, Glyphe des Schutzes. Fluchbrechen ist natürlich auch nicht mad. Roten sprechen konnte ich durch das Amulett-Dingsy, glaube ich. Da habe ich das rausgenommen. Nein. Ich glaube nicht. Da ist noch ein Bonus. Das ist natürlich, ne, im Anbetracht der Heilung ganz gut. Wenn ich muss gleich nochmal die Zauber ändern. Ich muss hier mit ihr so rede mit Toten und mit Tieren sprechen, ja. Da habe ich beide noch. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber ich habe sie. So. Alle gruppieren. Bashava's black bones. I'm too late. You, where's Zevlor? Oh, nein. Zusammen mit den anderen Leichen verrotten. Ich habe ihn im Kampf aus den Augen verloren. Wir können ihn doch bestimmt wiederbeleben. Also ganz ehrlich, sie hat doch jetzt dieses Dings wiederbeleben. Vielleicht geht das ja. Bei Verteidigung Science. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Wir können ja das nicht sagen. No point spreading honey on dung. He's dead. God damn it, Zevlor! I find a clear path to the city. You keep everyone alive long enough to use it. That was the plan. No bloody heroics. But I guess heroics were necessary to survive all this. Stimm mich denn jetzt dafür an? Kann ich mich vorstellen? Es geht euch nichts an. Vergesst das. Wo wart ihr, als wir unser Leben gekämpft haben? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich meine, wir sind hier an vorderster Front und kämpfen für ihr Dorf und die bitcht uns an. Was soll denn das? Ein schlimmster Albtraum. The savior Zevlor mentioned in his last message. Well met. I found a path to the city. And with those goblins dead, there'll never be a better time to get on it. But if what Zevlor said of you is true, you have unfinished business out here. Halte meine Angelegenheit lieber für mich. Danke, unsere Wege trennen sich hier. Ja, ich habe hier noch einiges zu tun. Was soll denn das? Also, ich bin noch lange nicht fertig hier. Unsere Wege trennen sich hier. Unsere Wege sind noch gar nicht zusammengelaufen. So richtig. Du warst auf einmal da und bist hergekommen und hast mich angeschnauzt. Should you be heading west, be careful. This new god has a tight grip on Moonrise Towers and it was a dark place to begin with. We've another road to walk and it's past time we were on it. Though I suppose some thanks is in order. Here is faint thanks compared to what you've done for us. But it's all we have. Danke für nix. Join your camp tonight. A farewell, if you'll have us. Keine Zeit zum Feiern. Okay. Ja, machen wir. Machen wir. Right. Lead the way. Hallo, ich bin... Wie gesagt, heute Abend und nicht jetzt sofort. Oh, ey, ich kack ab. No, an Albert. You know, I never pictured myself as a hero. Warst ja auch nicht dabei. Be the one they toast for saving so many lives. And
Now that I'm here. I hate it. This is awful. Warst ja auch gar nicht dabei. Also. Hast gar nicht geholfen, so. Aus dem Lager gechillt und so. Jetzt tu mal nicht so, als wärst du jetzt hier der große Hecht. Du ist ja nicht. Enjoy myself. There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Er ist schon. Ja. So viel wollte ich halt mich amüsieren. Stimmt, die Goblins hat ein wilderes Fest veranstaltet. Weinkosten. Nein, ich will nicht an seinem Wein lecken. Nachher leckt er wieder an mir. Er sieht das nachher wieder als Einladung und nee, das will ich nicht. I'm just looking for a little more excitement. A little more fun. Hier kann man auch nichts recht machen, ne? Er nölt halt immer nur. Ein wenig Vergnügen. Hoffentlich plotzt aber nicht. Ich möchte etwas töten. Wir konnten doch Vergnügen, eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ständige Gefahr, Jogo. Nicht aufregend genug. Das ist doch Aufregung. Ja, ne? Pure Party. Don't be so sour. I like a good time as much as anyone. You know, we could always make our own entertainment, darling. Get a little closer, so to speak. Ich glaube nicht. Nein. Nach mir so, nein. Nein. Ich bin da voll dagegen. Ich meine, wir haben jetzt schon welche geknallt, also, ne? Jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen, freundlich zu ihm zu sein, finde ich. Wir sprechen uns. But don't take too long. You're not the only tasty morsel around here. Ins Gesicht haue, dann mehrere böse. Kann ich ihr nicht antun. Nee, er ist nicht hungrig. Na toll. Bin noch gar nicht bereit gewesen jetzt hier. Ja, das wirkt wirklich einfach genug. Quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Ja, ich habe auch gar keine andere Wahl, außer allein zu Bett zu gehen. Alone, uplifted by memories of your recent triumphs. Hätte es ja noch nicht mal abbrechen können. Wie schnarcht denn da jetzt so? Flip gleich aus. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. Moin, Druide. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. Moonrise Towers beckons. I've told you all I know, and now I'll join your camp to help you face whatever's to come. With luck and the Oak Father's blessings, we might actually survive. Are you nice. Ready? Ja. Ich bin so bereit. Haben wir einen Druiden? Ein Druiden, ich raste aus. Geht doch. Onward then. We'll speak soon, I'm sure. Neue Journaleinträge verfügbar. Ich bin halt noch gar nicht bereit für all das. Was sagen? Ist er jetzt wohl da, oder? Was machst du denn noch hier? Gobweed, break a leaf, soon as breath. I? Heading out for a forage, you need something. You recognize the names. Herbs known to relieve the symptoms of a hangover. Das ist ja nett. Dafür, dass sie uns so angeranzt hat? Damit sie jetzt Kräuter gegen Kater. Never said I wasn't. I do enjoy seeing everyone like this. I won't enjoy rolling them out of bed in the morning, but I'll do it anyway.
Long way yet to Baldur's Gate. Then we find a tavern, and they can carry me home. So, ich dachte schon, sie bleibt jetzt da. Ja. Schön war's. Tolle Party. Lass mal gehen.